Und damit herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist leider ein kleines Malheur passiert. Meine Festplatte hat sich verabschiedet und darauf waren natürlich auch die ganzen Spielstände und das Spiel generell. Ja, ich habe versucht, das Ganze wieder zu retten, allerdings absolut keine Chance. Von daher, was habe ich gemacht? Ich habe das ganze Spiel nochmal von vorne gespielt, bis zu dem Punkt, an dem wir hier waren, damit das Let's Play weitergehen kann. Waren gute 2,5 Stunden Arbeit, aber was soll's. Mir macht das Spiel sehr, sehr viel Spaß und ich hoffe euch auch beim Zuschauen. Von daher wollte ich das Let's Play jetzt auch nicht einfach abbrechen. Beziehungsweise von vorne anfangen, das wäre auch doof gewesen. Von daher habe ich mir die Mühe gemacht, was soll's. Jetzt sind wir wieder da, wo wir waren. Ich habe alles versucht so aufzubauen, dass es wieder aussieht wie vorher. Wir haben alles am Start, auch hier hinten unsere kleine Samenbank, nenne ich es jetzt mal, ist auch wieder da. Von daher ändert sich nicht allzu viel. Wir haben etwas anderen Loot, da das Spiel ja den Loot random verteilt, ihr wisst es ja. Aber was soll's, ich denke, das ist das kleinere Übel an der ganzen Geschichte. Ein Vorteil hat's, dadurch, dass ich etwas schneller durchgekommen bin als jetzt im Let's Play, habe natürlich auch die ganze Zeit nicht nebenbei noch dummes Zeug gequatscht und wusste ja auch schon so grob, wo was liegt und wie das mit dem Tanken funktioniert. Haben wir nicht so viel Lebensmittel verbraucht, dadurch sieht es jetzt essenstechnisch gerade um einiges geiler aus. Das einzige, was uns das Spiel diesmal nicht so ganz gegönnt hat, ist Trinken. Da haben wir gerade bloß noch 3 Flaschen, aber was soll's, da werden wir hoffentlich auch bald noch was finden. Und was auch geil ist, wir haben hier 4 und hier 2 Kanister mit Sprit. Ich war natürlich nicht nochmal so dumm und habe die 2 Kanister liegen lassen an der Tankstelle, die dann auf einmal fort waren, ihr erinnert euch. Und generell hat das Spiel auch ein paar mehr Kanister rausgerückt diesmal. Von daher, sprittechnisch sieht alles IO aus. Wir sind jetzt wieder hier, wo wir waren. Ich habe auch schon alles gelootet, was wir gelootet hatten. Bloß in dem Dörfchen da hinten war ich noch nicht. Da sind wir ja in der letzten Folge gewesen. Konnten bloß das eine Häuschen looten, weil ja dann Nacht wurde und wir das Bett nicht bauen konnten. Das habe ich noch nicht gemacht, aber das eine Haus nochmal zu looten. Ich glaube, das ist alles nicht ganz so wild. Ja, genug gequatscht. Was soll's, eine HDD baue ich mir auf jeden Fall nie wieder ein. Habe jetzt komplett auf SSD umgerüstet. Das sind auf jeden Fall bessere Nachrichten, beziehungsweise die sind ja weniger anfällig. Von daher habe ich Zuversicht, dass das nicht nochmal passiert und Datensicherung werde ich jetzt in Zukunft auch öfter mal starten. So, okay, reicht jetzt erstmal. Ich möchte euch nicht langweilen mit meinen Problemen und Sorgen. Von daher machen wir jetzt gleich mal weiter und ich würde sagen, wir machen uns ins Dorf. Wir haben es gerade um 12, also haben wir noch gute 5-6 Stunden Zeit. Wir müssen aber langsam mal einen Schrank bauen, da unsere so gut wie voll sind. Was brauchten wir für den großen? Okay, habe ich alles noch einstecken, sehr gut. Dann lasst uns den noch schnell hinzimmern. Unseren Loot dort reinpacken, dass wir mit leeren Taschen in das Dorf starten können. So, dich bauen wir gleich hier daneben, genau. Das passt. Hey, hämmer doch. Hör mal, wer da hämmert. Und fertig, sehr schön. Dann hauen wir hier mal noch kurz unser Zeug rein, was wir nicht brauchen. So, 7 Kilo. Und das können wir auch gleich mal noch wegpacken. Ist immer dumm, dass ich das Zeug mitnehme. So, und das, ich hoffe mal, der Baseballschläger hält noch ein bisschen durch. Dann haben wir 7 Kilo bloß noch einstecken. Oh, die Kartoffeln können natürlich noch weg. Ja, dann haben wir bloß noch 4 Kilo einstecken und somit sind das doch mal gute Voraussetzungen, um das Dorf da hinten zu looten. So, dann machen wir uns mal hier auf den Weg. Ich habe gesehen, wir haben auch noch, wir haben auch noch einen Perk und ich glaube, wir hatten den schon auf Ausdauer gegeben, ne? Wir hatten beides auf 130. So, jetzt sollte es wieder so original wie möglich sein. Licht macht man natürlich aus. Wir haben Tag. Das wäre doch Verschwendung. So, jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Ne, wir mussten hier drüben lang. Ah, ich habe natürlich keine Energies einstecken. Davon habe ich aber auch sehr, sehr viele getrunken, um hier etwas schneller voranzukommen. Also im Spiel, nicht real life. Aber an sich ging es ganz gut. Auch tatsächlich wieder ohne Tod durchgekommen. Um was ich herausgefunden habe, dass ich mir die ganze Zeit viel zu viel Arbeit gemacht habe. Hui, was war denn jetzt? Mit den Kotzbrocken. Ihr erinnert euch hier die lieben Frauen, die uns so lieb haben und vollkotzen. Die sind tatsächlich One-Hit, also mit dem Alu-Basie hier. Also nicht Alu, aber Nagel-Basie besser gesagt. Tatsächlich bloß ein Schlag. Man muss nur hinrennen und die schnell an den Kopf hauen. Das schafft man sogar tatsächlich, bevor die anfangen, sich zu übergeben.
Und von daher sind die eigentlich ganz easy. Wenn man die mit der Waffe abschießt, dann können die ja teilweise echt ein ganz paar Schuss ab. Aber im Nahkampf sind sie anscheinend nicht so stabil. So, ja, wie gesagt, also bis hier vorne habe ich alles gelootet und gespielt. Bloß jetzt den Weg zum Dorf habe ich noch nicht. Aber so können wir ja ganz gut anknüpfen und dann kann das hier mit dem Let's Play auch ordnungsgemäß weitergehen. Ja, da war die Laune mal kurz im Keller. War ja nicht nur das Spiel, was es mir zerrockt hat, sondern auch noch einige andere Spiele und Safe Games. Aber naja, was soll's. Selber schuld, wenn man keine Datensicherung macht. Das war mir eine Lehre. Na, was guckst du denn so, mein Kleiner? Habe ich immer noch das Licht an? Wieso denn das? Ich hatte es doch gerade ausgestellt. Oder kann ich das bei Waffe für Waffe selber einstellen? Das weiß ich nicht genau. Ja, komm her, mein Guter. Ist in Ordnung. So, das Haus hier, da waren wir ja drin. Da haben wir versucht, das Bett zu bauen, was allerdings nicht möglich war. Was mich auch wieder zu der Taktik mit unserem Haus am See zurückführt. Wenn wir natürlich in unserem eigenen Häuschen kein Bett bauen können, sondern wirklich nur im Zug, dann ist die Taktik mit dem Haus am See natürlich auch hin. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Wir probieren das mal aus. Eventuell kann man es ja einfach nicht in fremden Häusern bauen, aber in seinen eigenen vier Wänden. Mehr als probieren können wir das Ganze nicht. Und falls es nicht klappen sollte, ich wollte ja das Haus dort am See haben, wo die Bank da oben war mit dem Zombie im letzten Dorf. Aber falls das nicht klappen sollte, weil ganz ehrlich, die Gleise sind zu weit weg von dem See, wir können nicht jedes Mal dann in der Nacht da zurückrennen. Eine Folge immer bloß einmal den Weg zum Zug, das bringt ja natürlich für keinen was. Von daher, wenn das nicht klappen sollte, dann werden wir nochmal etwas weiter zurückfahren zu dem Fischerdorf. Und dort haben wir ja schließlich auch einen Fluss, aus dem wir uns das Wasser zapfen können. Und der Fluss ist halt nicht so weit weg von den Gleisen. Das heißt, dann bauen wir uns dort eine kleine Hütte mit ein paar Schränken hin. Wenn die Schränke natürlich auch zu bauen gehen, das weiß ich noch nicht. Aber ansonsten trotzdem eine kleine Hütte. Dann können wir dort schön Wasser abzapfen und abkochen. Und haben es nicht ganz so weit zum Zug. Dann sollte die Taktik auch wieder aufgehen. Ui, was haben wir denn hier? Milch, Bier und ein Topf. Ich weiß gar nicht, ob ein Update kam, weil ich glaube, vorher waren die Kühlschränke doch meistens leer. Oder ich erinnere mich schon wieder nicht, aber ich glaube, die waren vorher immer leer. So, wo ist denn der Zombie, der hier rumschreit? Ich höre ihn laufen, aber ich sehe ihn nicht. Hier drin vielleicht? Nö. Auch nicht. Klingt so, als würde der direkt hinter uns stehen. Ich mache mir schon wieder so ein bisschen in die Hose. Was das Geld bringt, haben wir immer noch nicht rausgefunden. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir noch auf Freunde und Verwandte treffen. Ein paar Liebgesonnene, mit denen man sich auch mal nett unterhalten kann. Bei einer schönen Dose Kartoffelsalat. Und eventuell auch mit denen handeln kann. So, ich höre die ganze Zeit Zombies, aber hier ist keiner drin. Entweder sind die, ja, hier vom Tor sind sie. Aber es sind beides langsame, die machen uns ja weniger Probleme. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welchen Perk wir als nächstes nehmen. Weil das nächste Level Up sollte ja auch... Ui, ach Mensch, da kam noch einer von hinten. Was ist denn hier los? Macht man aber nicht sowas. Da gibt es auch mal einen Kopfschuss. Ja, sage ich doch. Wir kommen fast aufs nächste Level. Von daher mal schauen. An sich wäre natürlich Ausdauer wieder ziemlich geil. Andererseits überlege ich auch vielleicht doch nochmal auf Stärke zu gehen, damit wir 2 Kilo mehr tragen können. Trink bloß mal kurz und ess was. Dann müssen wir natürlich auch nicht ganz so oft zurück zum Zug und kommen eventuell auch etwas schneller durch die ganzen Dörfer hier. Ich weiß es noch nicht genau. Ich würde sagen, das entscheiden wir dann spontan, sobald wir Level 9 sind. Okay, komplett leerer Raum. Der bringt natürlich viel. Ach, und hier kommen wir gar nicht rein. Müssen wir von der anderen Seite ran. Kommen wir hier raus? Nö, wir kommen hier nicht raus. Wenn, na, dann gehen wir erstmal in das Haus, was soll's. Wie sieht's aus? 15 Uhr schon. Uiuiui. Zeit verfliegt in diesem Spiel, das ist Wahnsinn. Von daher nimmt's mir auch nicht übel, wenn ich
ja aktuell etwas schneller durchlaufe. Einerseits habe ich es noch so ein bisschen im Blut, da ich ja jetzt das ganze Spiel von vorne nochmal durchspielen musste und natürlich versucht habe, das so schnell wie möglich, aber trotzdem noch so ordentlich wie möglich zu tun. Und generell ist das Dorf hier ja auch etwas größer. Ich glaube, wenn wir uns jetzt die ganze Zeit Zeit lassen, dann zieht sich das noch die nächsten 10 Folgen, bis wir dort durch sind. Und ich würde auch gerne mit euch etwas weiterkommen. Und vor allem möchte ich auch mein Haus am See bauen. Das möchte ich gar nicht verschweigen, da freue ich mich richtig dolle drauf. Ey, was ist denn hier? Das war aber echt fies hier, kleine Couchfalle hingestellt. Stellt euch mal vor, hier wäre ein Schneller gekommen. Das hätte böse ausgehen können. So, gut, dann haben wir alles gelootet. Oder? Gibt's hier noch ein... Ach, hallo, mein Kleiner. Frag mich immer, wie die hier in die Häuser gekommen sind. Die können ja anscheinend keine Türen öffnen. Die kloppen ja die ganze Zeit... Ach, Entschuldigung. Die kloppen ja die ganze Zeit immer nur daneben oder dagegen. Daher frage ich mich, wie die in die Räume kommen. Die sich erst in dem Raum zum Zombie verwandelt haben. Aber es muss sie ja auch was gebissen haben. Oder kommt der Virus über die Luft? Aber dann hätten wir es ja auch schon. Vielleicht sind wir auch Patient 0 und sind der Einzige, der immun ist. Man weiß es alles nicht. Vielleicht kloppen die auch einfach die Türen ein, gehen in den Raum und bauen dann eine neue Tür. So, wie kommen wir denn jetzt da vorne hin? Müssen wir doch aus dem Haus vorne wieder raus? Dann würde ich sagen, lasst uns noch die Häuser hier auf der Seite zu Ende looten und dann müssen wir uns auch schon langsam wieder auf dem Heimweg machen. Ey, wo kommst du denn her, mein Kleiner? Hast dich versteckt. Ey, hat dein Zombie-Freunden Verstecken gespielt? Als ich sie alle umgebracht habe, hast du gewonnen und dachtest dir, da kann ich jetzt auch raus aus dem Verstecken. So, kommen wir hier vorne raus. Wir kommen hier vorne raus. Das passt doch ganz gut. Wir können auch mal ein Energy trinken. Also so viel Energies, wie ich hier verballert habe in den letzten Stunden, frage ich mich, wie der Typ nachts schlafen konnte. Aber er konnte es. Vielleicht schon abgehärtet. So, dann machen wir mal hier ins grüne Häusele. Weil die Milchpackung, ich glaube, die Milchpackungen sind neu. Zumindest sagen die mir nichts. Waren wir hier jetzt gerade schon? Bin ich schon wieder... Ja, wir waren hier, ne? Ja, Mist, ich wollte doch ein Haus weiter. Das war das hier mit der Garage, ne? Ja. Ach, aber wir kommen anscheinend auch nicht... Ja, auch nicht weiter. Ach doch, hier vorne, okay. Sah so aus, als würde der Zaun hier komplett drumherum gehen. Aber da habe ich mich geirrt. Ein paar Böhnchen und vor allem Wasser ist ganz wichtig. Noch mehr Wasser. Komm, ein Wasser noch. Jawohl, er hat auf mich gehört. Vielen lieben Dank. Okay, hier ist bloß der Ausgang. Geht's hier noch hoch? Badezimmer. Okay, mit einem Schrank, aber der ist schon offen. Wer war hier vor mir? Ui, was ist denn los, Mensch? Wie macht's irgendwie... Also das macht das Spiel in letzter Zeit öfter mal. Schon wieder ganz schön Hunger. Aber 6 Flaschen Wasser, das sieht ganz gut aus. So, dann sind wir auch hier durch. Dann schauen wir uns hier das weiße Häuschen mal noch an. 16:30 Uhr. Wir müssen auf jeden Fall bald los. Will nicht wieder komplett im Dunkeln nach Hause laufen. Da habe ich immer Angst. Munition. Frag mich wirklich, wann wir ein Automatikgewehr finden. Viel Munition, wie wir schon dafür bekommen haben. Ich hoffe nicht, dass ich es habe übersehen. Das wäre natürlich richtig ärgerlich. Okay, dann gehen wir hier nochmal die Etage hoch. Ganz schön zombie-leer hier, das gefällt mir. Hier kam eine Mutti rein, gesagt, Junge, du sollst lesen. Den ganzen Tag läuft nur die Klotze. Und halt einfach mal direkt reingetreten. Ah, ganz schön versüfft hier. Ekelhaft. So, gut. Wir kommen jetzt hier hinten wieder raus wahrscheinlich. Kommen wir von hinten rein? Ja. Kommen wir von hinten rein? Ja. Eindeutig, zweideutig.
So, ich weiß auch nicht, was das ist. Das neue LED-Kühlschränke sind. Jawohl, Wasser. Noch ein Wasser. Ein Riegel. Noch ein Wasser. Noch ein Wasser. Und noch ein Wasser. Jawohl, wir haben wieder 13 Wasser. Sehr gut. Also manchmal habe ich wirklich das Gefühl, das Spiel hört uns ab. Beziehungsweise würde ich gerne mal wissen, ob der Loot wirklich auch so verteilt wird, dass das Spiel checkt, okay, da braucht langsam mal wieder was zu trinken. Also hauen wir dem ins nächste Gebiet mal wieder etwas zu trinken rein. Denn bis jetzt haben wir meistens immer das bekommen, was sehr, sehr knapp war. Okay, dann sind wir mit der Reihe hier durch. Wir laufen schnell zurück. Das sollten wir ja gerade so in der Dämmerung noch schaffen. Und dann machen wir uns danach nochmal hier auf den Weg und schauen uns die anderen Gebäude an. Ich weiß nicht, was da oben Schönes ist. Auf jeden Fall noch ein paar größere Gebäude. Mal schauen. Na komm, wir trinken noch ein Energy. Dann sind wir etwas schneller vorn. Okay, Sonne geht schon unter. Aber man sieht auch nie eine Sonne, ne? Muss ich mal darauf achten in den nächsten Folgen. Ach ja, es könnte alles so friedlich sein, wenn die Zombies nicht wären. Die Atmosphäre ist halt so friedlich in dem Spiel, mit der Melodie im Hintergrund. Und generell auch dieser schöne Stil von Grafik, wenn die bösen Zombies nicht wären. Was ich mich auch gefragt habe, ob wir diese Türen, die hier verschlossen sind, eventuell aufschlagen könnten. Also die Zombies, die kloppen ja auch die ganze Zeit dagegen. Man sieht ja, dass die Türen dann Schaden nehmen. Beziehungsweise wahrscheinlich auch nach einer gewissen Zeit kaputt gehen werden. Ist nur die Frage, ob wir uns da 10 Baseballschläger dran kaputt machen würden. Ich glaube, das ist vom Spiel nicht unbedingt so vorgesehen. Mal schauen. Vielleicht probiere ich das noch aus, aber dann später. Ich möchte euch jetzt auch nicht langweilen und eine ganze Folge nur dastehen und gegen die Tür prügeln. Vielleicht laden wir uns einfach The Punisher ein, der mit seinem Hammer die ganze Nacht dagegen schlägt. Wäre natürlich auch eine Variante. So, na da haben wir es doch gerade so noch geschafft. Jetzt wird es langsam dunkel. Was für ein Timing. Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir futtern mal noch schnell was. Was schmeckt denn gut in Kombi? Dosenfisch. Dazu noch ein paar Chips. Machen wir es wie die Engländer. Und wie viel haben wir dann? Ja, dann trinken wir erstmal noch einen Schluck. 57%. Na gut, dann können wir uns hier noch einen reinhauen. Beziehungsweise sogar 2 Tüten Chips. Dann sind wir wieder bei 97. Trinken brauchen wir noch nicht 73. Da würden wir 3% verschenken. Und so verschwenderisch sind wir natürlich nicht. So, ich wollte noch mal kurz schauen, was brauchten wir denn für dieses schöne Ding hier. 10 Metall. Leere Flaschen haben wir genug. Von diesen Maschinenteilen müssten wir eigentlich auch genug haben. 6 davon, 2 davon. Aber es stand 3 da, ne? 3 davon. Ich guck nochmal ganz kurz hier vorne in unser... Ui, jetzt wird es ganz schön dunkel hier. Nö, hier haben wir auch nichts. Okay, also brauchen wir noch eins von diesen Maschinenteilchen. Und Metall haben wir... gerade mal 3. Hat ja auch viel Metall gekostet, der Spaß hier. Lasst uns noch mal kurz nach unseren Pflänzchen schauen. Vielleicht sollten wir auch das Licht anlassen, dann wachsen die vielleicht schneller. Nö, die sind noch nicht fertig, schade. So, Tür zu. Und dann würde ich sagen, legen wir uns langsam mal schlafen. Sagen wir machen noch schnell unsere Taschen etwas leer, dass wir gleich mit leeren Taschen aufstehen und zum Dorf starten können. So, wir können rein theoretisch auch mal hier so eine Bandage. Wie viel bringt das? 10. Naja, dann hauen wir uns 2 hier rein, dann haben wir wieder 101. Das sollte ja dann soweit erstmal passen. Und unsere Schränke müssen wir auch unbedingt sortieren. Das nervt mich etwas. Ich würde das ganz gerne richtig sortieren nach Rohstoffen, Lebensmittel, Munition, vielleicht so ungefähr grob in der Strukturierung. So, die Munition kann auf jeden Fall weg, das kann weg. Wir haben schon wieder 12 Kilo, das ist mir alles zu viel. Die Pillendöschen können weg. Wir brauchen aber auch keine 168 Pistolenmunition. Ich würde sagen, lasst uns mal
100 reinwerfen. Dann sind wir bei 10 Kilo, 5 Flaschen, nee, 5 Flaschen Wasser würde ich behalten, so rum. Dann sind wir bei 7 Kilo Energy und die Riegel wären schon ganz vorteilhaft. Naja, komm, wir hauen noch 20 Munition hier rein. Dann sind wir bei 6 Kilo, das passt doch. Und wir müssen uns auch noch einen neuen Baseballschläger bauen, das machen wir schnell noch. Und dann geht's aber ab in die Haie. So, wir brauchten Metall, Holz und auch ein bisschen Stoff dafür. Dann machen wir uns erstmal einen normalen. Und den rüsten wir gleich auf mit schönen Nägels und Schrauben. Und dann können wir den guten Zombies wieder vor die Birne kloppen. Sehr schön, dann haben wir den. Packen wir noch schnell hier oben wieder rein. Ordnung muss sein. Und wir packen auch die Rohstoffe wieder weg. Und dann können wir uns jetzt schlafen legen. Und damit würde ich sagen, ist die Folge erstmal vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder. Macht's gut.